Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Wir befinden uns mittlerweile fast schon am Ende der ersten Woche. Kapitel 3, Saison 3 von Fortnite. Und am letzten Donnerstag sollten weitere wöchentliche Aufträge erschienen sein. Ja, hier sind sie. Wir müssen den Nullpunkt in einem Motorboot besuchen. Truhen bei Chrono Canyon oder Tilted Towers durchsuchen. Schilder halten, indem wir auf Schlürfsprungpilze hüpfen. Diese befinden sich hier in diesem blau-violetten, hier sieht man sie auch schon, beziehungsweise das sind die großen Pilze haben auch kleine ja, Kinder und auf denen kann man hüpfen und dann gibt es ja, Schild. Füge Gegnern Schaden mit einem DMR zu, das ist die neue ja, Sniper in Fortnite. Modifiziere einen Whiplash mit Geländereifen und einem Kuhfänger und zerstöre damit Gebäude, das gab es ja schon mal oder so ähnlich zumindest. Sammle Realitätssaatkörner auf. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder gehen wir zu unserer eigenen Pflanze, die wir ja eh regelmäßig ja, pflegen müssen, indem wir Unkraut jäten und die Pilze, die drumherum wachsen, aufsammeln oder essen müssen. Das können wir natürlich auch an gegnerischen Pflanzen machen. Oder wenn wir das alles nicht finden, können wir das auch an den Jungpflanzen, die noch gar nicht ja, gewachsen sind, tun. Das sind diese... Ich hätte bald gesagt, rosenartigen Gewächse, die so ähnlich aussehen wie der neue epische Gleiter, den man nach einem epischen Sieg bekommt. Die können wir natürlich auch kaputt kloppen, die haben relativ viel HP, also Leben. Dann muss man sie zerkloppen und dann kommen dort Saatkörner raus und die können wir einsammeln. Und dann, das gab es auch schon mal, Tanz bei verschiedenen abgestürzten IO-Luftschiffen. Das klingt für die erste Woche relativ entspannt, das zu tun. Ja, dann will ich da mal los. So, dann werde ich mich mal aufmachen in Richtung Tankstelle, in der Hoffnung, dass ich dort einen, ja, Whiplash, also einen Lambo-Verschnitt finde. Gibt es ja oft an Tankstellen und an Tankstellen findet man ja auch ganz oft Kisten mit Kuhfängern. Hier ist ein DMR. Schaden mit der DMR war das doch, oder? Oh, schade. Ich hätte noch ein bisschen mehr Schaden mit der DMR gern gemacht. Das ist mein Point hier, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe looten hier. Ich bin auf dem Piss hier, mein Freund. Was ist jetzt der DMR-Schaden hier? Ich hoffe. Nee. Reicht noch nicht mit DMR-Schaden. Egal. Na gut, komm. Was passiert das jetzt? Konnte okay, nee, keine Ahnung. Ich hoffe. Hier noch ein paar, die Jungs. Tschüss, mein Freund. Aber schon wieder nicht den Schaden fertig, oder? So, Schaden mit der DMR wäre fertig, perfekt. So, DMR-Schaden ist fertig. So, hier ist eine Truhe noch, die looten wir noch schnell zu Ende. Hier drin irgendwo. So. Hier noch einer im Wasser her. Gut, perfekt. Dann hätten wir schon mal die Loot-Herausforderung. Fertig, sehr gut. So. Mal gucken, was wir noch looten müssen. Ja, dann mache ich mal auf zu den abgeschützten Luftschiffen. Gut, zwei sind unter mir, aber da will ich jetzt nicht landen, sondern ich schnappe mir jetzt hier das bei, ja, Loot Lake. Oder wie immer der See jetzt auch heißt. Ich glaube, da ist Loot Lake, oder? Die Frage, wie ich hier tanzen kann. Ich probiere es einfach mal, indem ich hier oben drauf lande und tanze irgendwie. Dann schnappe ich mit dem Motorboot. Vielleicht reicht das ja, wenn ich hier oben drauf lande. Eventuell reicht das ja auch schon, wenn ich
Das war's, perfekt. So, jetzt habe ich das Motorboard. Suchen wir den Herrn Nullpunkt. Der müsste hier ja irgendwo sein, hier drin. Müsste der hier sein, oder? Wo ist er denn? Der hier? Reicht das nicht? Was meint ihr denn mit Nullpunkt, Jungs? Oder ist... Ja, das hier war der Nullpunkt, perfekt. Egal, dass ich hier gejagt werde. Dann mal auf zum nächsten Luftschiff. Die sind ja dummerweise ein bisschen auseinander. Also ich versuche es jetzt hier hinten. Hinter Condor Canyon. Zu tanzen. Und eventuell schnappe ich mir ein Boot und fahre hier auf die andere Seite Richtung The Genesis. Tanze jetzt trotzdem, kann mich mal. Oh, tschüss. Die bewegt deinen Hintern. So, damit wäre das Tanzen auch erledigt. Perfekt. Dann mal nichts wie Richtung Zone. Auch die Waffenmodelle gucken. Ob ich da einen Whiplash finde, den ich modifizieren kann. Das kann ich natürlich noch schnell gucken. Ein Whiplash wäre da schon. Oh, ist auch high. Hart gefaltet von sich. Die haut ab, oder? Hast du mir einen Whiplash modifiziert vielleicht? Nee, gibt's natürlich nichts zu modifizieren, wie immer. Nee, gibt's natürlich nicht. Hier hätte ich was zu modifizieren. Ich wollte natürlich noch bescheuerte Balken, brauche ich jetzt noch. Vielleicht finde ich hier woanders noch Reifen. Vielleicht zum nächsten Tank, vielleicht schaffe ich das noch. Hier durch, durch Burg, das ist auch noch scheiße. Da waren Reifen! Nein, da waren Reifen! Jetzt Gebäude kaputt fahren, komm. Das kriegen wir jetzt wohin, ja. So. Das sind ja auch nicht 50 Gebäude, sondern einfach nur 50 Platten, die wir kaputt fahren müssen. 50 Gebäudeteile, so. Rudi, dich wollte ich doch nicht treffen! Mutti! Das war keine Absicht! Sorry! Jetzt trifft ihn ja auch noch. Müsste es mal langsam vorbei sein hier, oder? 50 Teile. So, damit ist erledigt. Perfekt. Dann nichts hier weg. Vielleicht schaffe ich das noch auf die Pilze. Oder ist meine verrückte Freundin? Ja, ich glaube, ich riskiere es und lande bei meiner eigenen Pflanze. Ich muss die, glaube ich, eh. Jo, auch ganz dringend. Ich muss die. Muss die ganz dringend pflegen. Dann kann ich da auch die Körner einsammeln. Bin ich. So. Kann ich. Nee, ich will dem Kollegen nicht helfen. Ich will meinen Baum. Wo ist mein Baum? Vorbeigelaufen? Bin ich doof? Da hinten. Da wäre sich am Hintern. Was?
ist gar nicht meiner. Wo ist mein Baum? Ach, da. So, gehen wir nochmal zu meinem Bäumchen hin. Oh, das ist mein Bäumchen. Ich muss das erst jäten, dass ich das ernten kann, mein Setzling. So, hier, komm. Ich muss erst das Unkraut wegmachen, die Pilze wegmampfen. So, ist das Ding gepflegt. Jetzt kann ich es trotzdem noch nicht ernten. Das heißt, ich muss jetzt leider zu einem Gegnerbaum gehen. Obwohl, das ist noch eine ganze Pflanze, die kann ich zerkloppen hier. Das sind die ganzen Pflanzen. Die haben aber ziemlich viel HP. 2000. So, und da kommen jetzt nämlich die Körner raus, wenn ich sie denn sehen würde. Kein Korn rausgekommen. Das gibt's doch nicht. Da ist eins. So, das darf ich jetzt aber nicht werfen, denn dann pflanze ich automatisch eine neue Pflanze und dann ist meine alte Pflanze verschwunden und ist dann, wächst dann an der neuen Stelle. Also, nur die Dinger einsammeln und Schüssikowski. Habe ich den dritten nicht gesehen. Der dritte ist hier oben, glaube ich, gewesen. So. Dann hätten wir das auch fertig. Herausforderung fertig. Bräuchte mal, sind nur noch die blöden. Bräuchte nur mal noch die blöden Sprungpilze, die ich nicht finde. Natürlich klar, wenn man diese Pilzchen sucht, findet man keinen, logisch. Da sind sie. Da vorne sind die Pilze. Die da so ein bisschen türkis leuchten. Aber wie gesagt, mehr als 10 kriege ich ja jetzt hier nicht hin. Ist dein Gegner auch perfekt. Hast du mir ein bisschen Schaden gemacht? Nee, natürlich nicht. Och, ich würde so gern ein bisschen Schaden haben. Ja, komm, mach du mir ein bisschen Schaden, Brody. Ja, mach mir ein bisschen Schaden. Das ist schon mal... Ach, das war's schon. Perfekt. Ach, das ging auch schneller als gedacht. Super. Ich dachte, ich müsste mehr springen. Ja, das ging ja schneller als gedacht. Das waren jetzt, glaube ich, 3. Maximal 4 Matches. Alles erledigt. Für die erste Woche. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.